Dann Abend an euch allen. Das Helle, was ihr seht, das sind keine Stadtlichter, das sind Nordlichter. Ich habe bei YouTube Video gesehen und es ist mal auf der ganzen Welt hat sich der Himmel bunt gefärbt mit richtigen geomatischen Stürmen. Nordlichter, was weiß ich, wie gefährlich sind. Die Ursache ist seit 10.5. Mai 2023, also seit gestern haben wir eine schwere Sonneneruption. Vermutlich Klasse G5 und haben alle schlechte Karten. Deswegen ticken die ganzen Leute durch, deswegen ticken die ganzen Leute, knallen die ganzen Leute durch. Deswegen rasten wir alle aus, ticken wir alle durch. Deswegen knallen wir alle durch. Der geomagnetische Sturm, Magnetsturm, wie das heißt, Sonnenplasma. Die Erde ist von einem schweren Sonnenplasma getroffen worden. Und hier sieht man die nördliche Hälfte in den Wolken. Das ist schon gruselig. Da fehlen jetzt noch die Erdbeben und die Feuerbälle, die von Himmel runterkommen. Hoffentlich passiert nicht, dass auch noch Erdbeben und Feuerbälle vom Himmel runterkommen, wie bei den Katastrophenfilmen. Cat 8 oder explodiert die Sonne oder Supernova, wenn die Sonne explodiert oder Supernova 2012. Bis jetzt sind nur die Nordlichter die Katastrophen, weil es geomagnetische, magnetische Stürme sind, die verursachen Störungen, Bedrohung der Menschheit. Seit einem Tag, wenn nicht vorgestern oder seit 8.5. haben wir einen schweren Sonnensturm, vermutlich gestern G5. Die Erde ist von einem schweren Sonnenplasma-Sturm getroffen worden, schweren Sonnenplasma-Einschlag, Sturm getroffen worden, schweren Sonnenplasma-Einschlag getroffen worden, Sturm, was ist ich, getroffen worden. Jetzt verstehe ich auch, warum die Leute so gegenüber uns so drauf sind. Uns beeinflusst das gar nicht. Meine Mutter und ich tut das gar nicht beeinflussen, aber andere Leute tut das beeinflussen und die merken noch nicht mal, dass sich hier mal eine richtige Gefahr handelt von dem Sonnensturmplasma, wovon die Erde eingeschlagen ist. Oder von der Erde eingeschlagen ist. Das ist echt gruselig. Ich will ja, morgen gehe ich, ab heute Nacht gehe ich, aber morgen bin ich, heute Nacht oder morgen gehe ich zum Keller runter, verstecke mich da. Das ist einfach unmöglich hier. Man sieht das halt durch die Wolken schon, die gruseligen Nordlichter. Nordlichter sind zwar was Schönes im Norden, aber nicht, wenn es sich um eine Sonneneruption handelt, da sind die Nordlichter nicht schön. Da ist nur Flutlichter hinten immer. Die leuchten so kräftig, ja, die Farbe kann man nicht erkennen, aber das müssten grüne im Hintergrund sein. Die sehen nur so weiß aus. Weil es dabei regnen tut. Der Regen lässt die Farbe ab. Also von den Lichtern von der Stadt kommt es nicht. Das müsste die Nordlichter sein. Weil ich habe im Internet gesehen, Nachrichten gelesen, auf der ganzen Welt hat sich der Himmel bunt gefärbt. Mit dem Wer ist da? Was ist das? Oh nein, bei den schweren Sonnenplasma-Einschlagsturm, was es ist, Klasse G5 vermutlich, darf so nicht beim Flugzeug fliegen, es ist ja echt ein Flugzeug da oben fliegen, das kann abstürzen. Aber es regnet draußen. Normalerweise müsste der Regen das alles abkühlen, hoffentlich. Es ist dunkel, ich hab Angst. Ja. Ich muss was sagen. Ich sag's lieber. Wir haben seit den letzten Tagen eine Naturkatastrophe. Deswegen sind auch die Leute so drauf. Ist ja kein Wunder. Nein, da hinten ist ein Licht. Nein, da hinten ist ein Licht. Nein, bitte, hab Angst, bitte. Ich hoffe, dass Herr die Nordlichter sind ja weit im Himmel, da kann ja der Regen ja nicht drankommen. Das ist ja scheiße, ey. Echt unmöglich. Jetzt kann ich die Farbe grün erkennen. Tatsächlich. Und hier, nur eben, jetzt kann ich die Farben erkennen. Das müssten dahinter rotliche oder lilane sein. Und dahinter sind grüne. Ja, schön. Haben wir grün, blaue, rot, lilane hier drüber am Himmel? Nordlichter, gefährlich sind? Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich habe jetzt Weitwinkel, jetzt kann man das besser erkennen. Ich gebe euch eine Warnung raus. An meine Leute, Freunde, die ich noch drin habe. Sei vorsichtig vor den Leuten, fremden Leuten oder so. Und den Nachbarn, das ist ich, von allen Leuten, weil die ticken jetzt komplett aus wegen der Sonneneruption.
Ach, die wird auch meine Aufnahme stören. Bei Tele 5, heute käme Tele 5, Air Force One ist down, um Viertelnacht wird das hier gestört. Und nee, da wird auch bald wieder ein Sonneneruptionsgewitter kommen. Was am Freitagabend, den 21. August, April 2022, 22. April 2023 schon mal hatten. Das war zweimal gekommen, zweimal. Zum Lachen finde ich, dass dich, wenn es gleich ein bisschen wackelt, da weiß ich Bescheid, es ist ein Erdbeben. Geomagnetischer, magnetischer Erdbeben, das heißt. Aber ich hoffe nicht, dass es dazu kommt. Hoffe nicht, dass wir so stark betroffen sind. Andere Welt ist stark betroffen, andere Länder aus der Welt. Aber wir, hoffentlich weiß ich nicht, wir. Ich wünsche euch alle einen schönen Abend. Morgen gibt's gutes Wetter, wieder freundliche Aussichten fürs Wochenende. Bitte, ja. Ich stehe nicht gerade alleine auf dem Balkon, ich habe Angst. Das macht mich alles ein bisschen alles in Angst, ey. Diese scheiß geomagnetischer Sturm Nordlichter, was es sind, die machen diese komisch gruseligen Geräusche, habe ich im Internet gehört. Ein Video. Die Seite YouTube-Kanal, YouTube-Seite, YouTube-Kanal, meine ich. Wenn sie erst echt irgendwie, das ist nicht schlecht. Die tun immer die Leute warnen. Ist sowas ähnliches wie Nachrichten. Diese Zeitprophezeiungen, die stimmen auch überein. In Russland ist Ecuador ist ein Vulkan ausgebrochen. Dann ist Russland im Waldbrand. Und das sind schon Anzeichen von der Sonneneruption. Klasse. Das sind Tatsachen. Bitte nicht. Oh je, kommen die jetzt tiefer, die Nordlichter? Kommen die schon durch die Wolken, nur dass ich ja sehe? Oh nee, bloß nicht. Ja, Küstenfenster sind zum Glück keine zu sehen. Nur komischerweise hier. Kommt drauf an, wo die sich abspielen, ey. Das ist ja schon dermaßen. Und wenn gleich die Lichter flackern, da weiß ich auch Bescheid. Hat es mit geomagnetischen, magnetischen Sturm zu tun. Sonnenplasma zu tun. Bis jetzt flackern die Lichter zum Glück noch gar nicht. Das wird auch kommen, alles kommen. Wenn wir alle Stricke reißen. Meine Mutter sagt schon mal schlechte Karten. Meine Mutter ist die Einzige, die zu mir hält. Die hilft mir allen. Scheiß. Ich sage euch mal gute Nacht. Und seid vorsichtig. Bis dann.